Friedrich Thorn zu stehen. Er ist der einzig wahre Verteidiger normannischen Geistes. Es lebe Prinz Thorn! Es lebe Prinz Thorn! Meine Getreuen, ich danke euch. Man bietet uns heute, was wir Normannen so lieben. Ein reiches Mahl, gute Freunde und eine schöne Frau an unserer Seite, die uns entzückt. Na, Lady Marion, bereut ihr schon, dass ihr mit mir aus London hierher gereist seid, um unsere Freunde kennenzulernen? Das hier ist Sir Guy von Lisbon, der treueste Verteidiger unseres Reiches. Wollt ihr, dass ich ihn heirate? Gefällt euch nicht? Gewiss, er ist nur Mann, aber... Na, spricht sonst nichts für Sir Guy? Ich will euch nicht zwingen, aber bedenkt, er ist einer der mächtigsten Männer unseres Reiches. Und er ist sehr zurück von euch. Außerdem wäre es für meine Pläne sehr von Vorteil, wenn ich ein Mündel des Königs mit so einem Geil verheiraten könnte. Wartet, bis ich wieder das besser kenne. Natürlich, ihr seid schon mal. Und haben sich die Sachsen schon über die neuen Steuern beklagt? Beklagt, Hoheit? Sachsen, die am Galgen baumeln, beklagen sich nicht mehr. Gut gesprochen, Sir Mortimer, aber lasst einige von ihnen am Leben. Schließlich brauchen wir noch jemanden, der die Steuern bezahlt und unser Land verteidigt. Aber einer muss unbedingt noch hin. Ein Sachse und Rebell. Von wem sprecht ihr? Robin von Locksley. Robin von Locksley. Man hat mir ja schon eine Menge netter Dinge über ihn erzählt. Ein frecher, skrupelloser Bursche. Er zieht durch die Lande und Bilden und die Sachsen auf. Und dann ist er auch so unverschämt, sich als Beschützer des Volkes aufzuspielen. Bring das so weiter, wie schlägt dir ein Problem mehr. Ein Sachsen. Ich hätte ihn ja schon längst gefasst, aber... Was aber? Woher? Er ist der sicherste Schütze des Landes. Ah, mein braver Sheriff hat Angst vor ihm. Hör zu! Ich will, dass ihr ihn fangt. Und den Hinrich stellt. Ich dulde nicht, dass ein sexy Mann. Was ist denn? Wer stört da? Sir Robin von Locksley. Sir Robin? Führt ihn ein! Seid gegrüßt, Hoheit. Sir Guy, ich soll in jeder Gast von euch empfangen, weil ihr Herkunft und Tiere hätte fast mit Fleisch gegessen. Fühlt sich besser, Gisbor? Dann arbeiten Sie vielleicht noch besser. Wie geht's eurem königlichen Bruder Richard, unserem Herrn? Nein, nein, ein paar, ihr seid mutig, Locksley. Robin, ich schätze euch. Ich bin beglückt, Hoheit. Ich denke nur, Sir Guy, deine Meinung nicht ganz. Was habt ihr gesagt? Zahnweh? Die Antwort gebe ich euch später. Entschuldigt mich, Hoheit! Setzt euch, meine Dame, bleibt sitzen. Er ist harmlos. Das hier ist Lady Marion Fitzwater. Ich hoffe, Milady, es gefällt euch hier genauso gut wie in London. Was ihr hofft, interessiert mich. Welch bittere Mandel verbirgt sich in so süßer Hülle. Habt ihr das gehört, meine Herren? Unser verliebter Gisborne traut sich nicht ein Wort mit Lady Marion zu wechseln. Und dieser freche Dachs zeigt mir die Krank. Wünscht ihr noch zu speisen, Robin? Ich habe alles, was ich brauche. Ach, setzt euch dorthin. Sir Mortimer, steht auf, gebt Robin euren Platz. Ach, Hoheit! Steht auf, Sir Mortimer! Steht auf! Kommt, Sir, macht Platz für mich. Deckt ihm auf, bis ich die Tafel bete. So viel Frechheit macht sich eine Menge Appetit. Das stimmt, Hoheit. Ihr Sachsen seid Besatzer, die von euren Steuereinnehmern geschöpft wird. Versteht ihr das so, meine Herren? Setzt euch. Ihr braucht meinetwegen zu feierlich stehen zu bleiben. Ihr findet also die Steuern zu hoch? Viel zu hoch. Können wir
bezahlt, werden wir geächtet und aufgehängt. Ihr seid unbedacht. Weiß ich. Ich nehme an dem guten Rat. Nein, du hast was auf die Zunge. Das habe ich nie geübt, Hochwürden. Nun, ihr sagt mir, dass diese Erpressung nicht mehr länger gefallen lassen. Hört zu! Wie ihr wisst, ist mein Bruder Richard Gefangener von Leopold von Österreich. Dieser verlangt ein Lösegeld in der Höhe von 250.000 Goldstücken. Was bedeutet, es müssen doppelt so viele Steuern bezahlt werden wie bisher. Das Geld ist mir zu übergeben. Wieso euch? Ich dachte, Richard macht nur Chancen Regenten. Aber ich wähle Lochon ab, damit ihr es wisst. Ab sofort bin ich Regent. Was gibt's denn dazu gehört zu meinen Herren? Seid ihr so verwundert, dass ich regieren will, solange mein Bruder nicht in England ist? Hat vielleicht irgendwer was dagegen? Ihr, Sir Mortimer! Aber nein, Mohan! Sir Philip! Nein, Mohan, nein. Sir Ryan! Niemals, Mohan. Sheriff! Mein Schwert gehört euch, Mohan. Und was sagt unser junger Sachse dazu? Was ist? Wundert euch der Braten nicht? Der Braten schon, aber ich habe etwas gegen parat. Ihr nennt mich Verräter? Ja, das tue ich. Und wenn jeder, der vor euch ist, ihn auch zum Verräter. Der Räter ist ein Edermann, der das Unglück des Königs für eigene Zwecke ausbeute und mit Hilfe von skrupellosen Kumpanen versucht, das Letzte aus dem Sachsen herauszupressen. Aber ihr wollt das Geld nehmen für euch. Nicht für König Richard, um euch den nächsten Thron zu ebnen. Lass ihn noch eine Weile das Vergnügen. Was gedenkt ihr nun zu tun, Robin? Ich sage euch den Kampf an, die gerechte Sache mit Sie. Ich werde nicht ruhen, bis jeder Sachse in England preist und sein Schwert den König Richard zieht. Jeder Sachse weiß, dass Widerstand den sicheren Tod bedeutet. Bald wird uns drücken Schritte sein. Als die Angst vom Tod. Ja, hört auf zu fassen! Ich will es beginnen. Von heute Nacht an tue ich, was in der Macht steht, um euch zu bekämpfen. Ich höre!